Herzlich willkommen zurück hier in Pirates. Wie ihr seht, wir sind arm. Ihr seht, wir haben nur noch ein Schiff. Aber wie ihr seht, unsere Besatzung ist glücklich. Toll. Naja, was soll's. So, pass auf, jetzt gehen wir noch direkt mal, weil wir müssen ja jetzt wieder Kohle haben. Wir haben unsere Beute ja eben aufgeteilt. Jetzt werden wir unseren Status nochmal kurz überblicken. Wir sind also 40 Mann Besatzung und diese ist jetzt sehr glücklich, weil die war vorhin unzufrieden. Und das wollen wir natürlich nicht. Aber wir haben sehr viele schöne Spezialobjekte mittlerweile. Wir haben ausbalancierte Schwerter. Mit diesen von Meistern gefertigten Waffen sind blitzschnelle Angriffe möglich. Ja, haben wir auch immer festgestellt. Dann das holländische Navigationsbuch. Das verrät uns über die Position vieler versteckter Siedlungen. Das ist auch gut. Habe ich bis jetzt noch nicht gebraucht. Mal gucken. Vielleicht sollten wir uns da ein bisschen verstärken, holländische Siedlungen irgendwie zu bestrafen. Die dreiseitige Geige, ein Instrument, verbessert die Moral der Besatzung. Haben wir auch im Netz vor kurzem erst bekommen. Und wir haben immer noch den Rubinring. Damit können wir offenbar das Herz der Gouverneurstochter erobern, so wie es hier steht. Unser Rang ist mittlerweile 7. Ja, wenn ich das sehe, erbeutetes Gold. Das ist also das Gold, was wir mal erbeutet haben. Das ist nicht das Gold, was jemand bei sich trägt. Deswegen haben wir eben bei Jack Rackham. Nee, wer war das? Den hat man immer schon Lafitte. Ich weiß nicht mehr, wen hat man zum Schluss noch gekillt. Egal. Ich weiß es nicht mehr ganz genau. Nicht das ganze Gold bekommen, was er hatte. Also er hatte irgendwie 60.000 gesammelt, aber deswegen haben wir nicht so viel bekommen. So, das ist unser Status. Wir haben Lebensmittel für 4 Monate. Ist ein bisschen dürftig. Da müssen wir auf jeden Fall nochmal nachlegen. In der Hoffnung, dass wir auch nochmal einen dem Händler Handel treiben. Jawohl. Kaufen, 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 kaufen. Ja, mehr geht nicht. 6 Monate muss reichen. Ja, jetzt müssen wir auf jeden Fall nochmal ein holländisches Schiff finden, damit wir dem nochmal ein bisschen ein Schiff klauen können. So. So, Bobo. Okay, er war ein Corro, da waren wir auch schon, ist also nichts Neues. Ja, bescheidene spanische Festung, ja. Ist ja gut. Oh, guck mal hier, schon wieder einer, der sich an die ranmacht. Das Schankmädchen wird von dem zudringlichen Hauptmann der Wache belästigt. Schwör ab, du drei Käse hoch, oder ich lass dir meine Klinge schmecken, sagt er drohend. Ihr antwortet, vergibt mir meine Unverschämtheit, Sir. Ihr werdet euch Manieren beibringen. Nee, ich werde euch Manieren beibringen, meine ich. Ihr Schuft. So. Und so soll's auch sein. Wir kämpfen natürlich wieder mit dem Rapier, um einen schnellen Angriff zu machen. Kann ich am besten mitkämpfen? Ich weiß auch nicht. Los. Die hat uns bis jetzt immer so mit schönen Informationen versorgt. Deswegen müssen wir ihr auch helfen, finde ich. Das gebietet uns unser Anstand. Auch wenn wir Kapitän sind. Wir sind nicht böse. Wir sind nur... Ja. Zack, wir haben ihn. Oh, ihr seid aber verwegen, euer schnelles Schwert und so weiter. Das kennen wir ja schon. Jetzt haben wir zweimal den Arsch gerettet, junges Fräulein. Passt besser auf dich auf. So, den hatten wir. Dann mal hier gucken. Die Stadt ist so reich, dass es zum Himmel stinkt. Vielleicht jagt ihr einen Piratenangriff die gebührende Gottesfurcht ein. Nein. Nein, nicht in unserem eigenen Stadt können wir das nicht machen, Junge. Junge! So, mal gucken, haben wir immer noch 6? Jawohl. Also, ich meine, 6 Monate Lebensmittel, wo das jetzt falsch verstanden wird. Na gut, dann segeln wir mal davon, gucken, was wir noch irgendwie hier schön ein holländisches Schiff finden. Oder englisches, das ist ja mittlerweile spanisches Schmugglerschiff, okay. Ist uns ja mittlerweile egal, welche Nationen, außer sind nicht die Franzosen und die Spanier. Also 50-50 können wir mittlerweile. So, und wir haben nur bis jetzt eine einzige Karte für unsere Schwester. Das ist ein bisschen wenig. Wow, jetzt geht's aber ab hier. Also alleine sind wir schon schnell. Das muss ich schon sagen. Also die vielen Schiffe und zuletzt, die waren mir selber ein Dorn im Auge, aber die haben natürlich dafür gesorgt, dass wir viel Nahrungsmittel mitnehmen konnten. Das war schon gut. Aber so pesen wir natürlich über das Meer. Das hat auch was. Was? Wir müssen mal gucken, dass wir wieder an Land. Wir befinden uns da. Fahren wir mal zu Florida Keys. Vielleicht Grand Bahama. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall erstmal wieder runter. Weil für 4 Monate haben wir noch Nahrungsmittel. Ich muss das mal ein bisschen im Auge behalten jetzt. Haben wir nicht mehr den Luxus, dass wir so viel Nahrungsmittel transportieren und dabei haben können. Ja, wunderbar. Du bist ein Spanier. Dich kann ich leben lassen. So weit ist es schon. Ich lasse die Leute leben. Tja. La Habana. Das war ein Satz mit X. Wir sind zurück. Ein Engländer. Pass auf, den holen wir uns. Den schnappen wir uns doch. Nein! Was ist das? Nein, wir gehen nicht an Land. Nein! Ich wollte den Engländer angreifen. Hallo?
Ruf auf den Engländer. Aha, geht doch. Queen Elizabeth oder Queen Elizabeth. Egal, wir holen sie uns. Englische Fregatte. Immer schön drauf. Gucken, dass wir immer so Slalom fahren. Das habe ich ein bisschen vernachlässigt beim letzten Mal. So geht's doch auch. Aha. So. Haha. Doofkopf. So, jetzt müssen wir es eigentlich haben. Jawohl, wir kommen von hinten am Heck, kommen wir an. Und wir nehmen uns wie immer das Rapier. Oh, jetzt bin ich gerade ins Mikro gekommen. Um einen schnellen Angriff auszuführen. Los, Jungs, los! Also mit unseren 40 Piraten sind wir besser als dir mit seinen 148. Nein, wuff! Nochmal drauf, los, los! Oh, das war eine Finte. Und los! Ja, wir haben ihn, jawohl! So, wir kriegen auf jeden Fall 13 Matrosen dazu. Na gut. Oh, 9 haben wir verloren. Das war jetzt nicht so doll, aber so ist es halt. Wir nehmen alles und Laderaum. Alter Schwede. Eine Fregatte von 80 Tonnen, die behalten wir auf jeden Fall. Und somit haben wir mehr Nahrungsmittel plötzlich. Für 28 Monate. Der war auf jeden Fall, sollte er lang unterwegs sein. So, wir gehen mal hier allein. Mit dem Abtreten, was hat er denn für uns? Ich glaube, ihr habt eine Schwester, die seit vielen Jahren vermisst wird. Der niederträchtige spanische Baron Raimondo hat Informationen, die für euch von großem Wert sein können. Er versteckt sich zurzeit in Margarita. Ich bin auch Margarita. Entschuldigung. Ja, das tragen wir ins Logbuch ein. Wo ist denn Margarita? Da hinten. Hat er noch eine Information für uns? Also wenn, dann müssen wir ihn nochmal aufsuchen. Tut mir leid. So, was können wir mit dem Handel treiben? Nö, nicht wirklich. Ich hätte gerne ein Glas Trappistenbier. So, davon segeln. So, bevor wir weitermachen, wir speichern das Ganze nochmal kurz ab. Speicherplatz 3 mittlerweile. War eine gute Entscheidung übrigens beim letzten Mal, die wir getroffen haben. Wir bleiben Abenteurer. Wir bleiben Geselle. Und nicht Abenteurer. So, jetzt gehen wir mal gen Osten. Weil ich der Meinung bin, wir müssen nicht so einen hohen Schwierigkeitsgrad haben. Ich bin ein bisschen hier für Entertainment. Und es macht ja so auch mehr Spaß. Wenn ich mich immer frustriere. Deswegen ist auch ein Grund, weshalb ich Mafia nicht weitermachen konnte, mein Let's Play Mafia. Weil es mich dann doch etwas genervt hat, dass es dann zu anstrengend war. Tja, und deswegen. Oh, Piratenenklave. Gehen wir mal kurz hin. Lass unser Schiff aber reparieren. Ich glaube, das hat eben Bums abbekommen. So, mal gucken. Dem Schiffsbauer einen Besuch abstatten. Kupferpanzerung. Reparieren 7, ja, das geht ja noch, aber oh, 15 geht auch noch. Ich habe gedacht, es hätte Eisensparren, reparieren und weg. So, dann gucken wir auch noch mal in der Schenke nach, vielleicht hat der auch noch was für uns. Oh, Stede Bonnet, damit haben wir das zweite Kartenstück. Nordöstlich von Florida Keys, also die Regionen werden größer mittlerweile. Florida Keys, sehr schön. Hat sich doch gelohnt, hier mal vorbeizuschauen. Was hast du noch für Informationen? Rock Brasiliano. Mit Kettengeschossen ausgerüstet wurde. Okay. Ja, du bist da oben, du kannst mich noch nichts. Noch nicht, aber. Baron Raimondo Margarita, das ist unser nächstes Ziel. Segeln wir mal davon. So, wir speichern kurz ab. Keine Sorge, es geht weiter. So. Ich speichere nochmal zwischendurch gerne ab. Wenn mir das Spiel abkackt, dann ärgere ich mich, dass ich das Ganze nochmal machen muss, weil das ist sonst ein bisschen blöd. Stehst du? Stehst du? Ich glaube, du verstehst. So, weiter geht's. Ja, la 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 la. Catalunya del Este. Aber wir müssen Margarita finden. Schön gekühlte Margarita. Lecker, ne? So Erdbeer-Margarita mag ich ganz gerne. Trinke ich gerne. Wenn ich beim Mexikaner bin, spreche ich mir immer Erdbeer-Margarita. So, Moment, muss ich mal kurz gucken. Wir befinden uns hier. Mal zoomen dann besser, wa? Wo ist denn Margarita? Margarita, Margarita. Carmen. Der Carmen, hör mal. Robert. Wo ist denn Margarita? Da ist St. Martin, das ist ja ganz weit weg, stimmt. Ich erinnere mich. Das war ja mit am Anfang so. Wo ist denn Margarita jetzt? Hör mal. Hä? Hä? Sind wir vorbei?
Ach so, da kann ich ja gar nicht hoch. Haha, ich vergesse immer, dass ich hier mit zwei Monitoren ausgestattet bin. Aber ich meine, wir müssten hier rüber. Margarita wäre hier hinten irgendwo gewesen. Kann man nochmal zoomen? Nee. Bin ich denn jetzt so da um die Schuhe? Ich glaube ja. Margarita, Margarita? So weit rüber können, brauchen wir doch gar nicht. Ach, da unten! Ja, Jung! Ja, Jung, da haben wir ja noch was vor uns, alter Schwede. Gut, dass wir so viel Futter an Bord haben. Versuch. Ich weiß nicht, ob wann ich das letzte Mal gespeichert habe. Ich mache einfach mal. War gerade eben erst, aber sicher ist sicher. So, vielleicht finden wir ja noch ein paar schöne Gegner. Opfer nenne ich sie mal. Nein, 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 nein. Dunkle Wolke ziehen auf. Das war gut. Das wird eine längere Reise. Ich hoffe, ihr habt euch ein Lunchpaket fertig gemacht. Ich hätte was Care-Paket gesagt. Transportiert Truppen. Wir haben nur noch wenig Gold. Das ist traurig. Das ist echt traurig. Also, wir müssen bald neue Gegner finden. Das nützt nichts. Woher nehmen, wenn nicht stehlen? So, die Spanier lassen wir mal. Komm, gib Gas. Wir haben noch viel zu tun, Hück. Also, wir haben noch viel zu tun heute. Was ist das? Sind Franzosen? Mist. Alter. Das ist, wenn man nicht aufs Schiff achtet. So. Hier sind wir, glaube ich, richtig, ne? Hoffentlich kommen wir da durch. Oh, nein, da kommen wir nicht durch. Zurück. Mist, wo lang müssen wir denn hier? Da sind wir. Also, außenrum. Alles klar. Hab verstanden. Ich gelobe Besserung. So. Wenig Gegner hier. Nur weil wieder Franzosen ist und französische Siedlungen überall hier. Was ist da oben? Piratenkaperschiff? Ach, ein richtiges. Richtigen Gegner. Kein Pirat. Entschuldigung. Musste ich mich kurz räuspern? Nein. Dunkle Wolke. Ah. Sind gefährlich. Die machen uns kaputt. Wenn uns schon die Gegner nicht kaputt machen, dann die dunklen Wolken. Dunkle Wolken ziehen auf. Da, da, da. Aber wir wissen ja alle, nach Regen kommt immer Sonnenschein. So, wie lange müssen wir noch? Mama. Was ist denn los mit dir? So, runter. Ich glaube da. Santa Maria. Margarita. Es ist noch viel zu tun. Oh wei, oh wei, oh wei. Wir haben noch lange vor uns. Keine Sorge, wir kommen erstmal in Margarita an und hoffe, dass wir noch gegen den Baron Raimondo kämpfen werden und hoffe, dass die Information, die er uns eben gegeben hat, dass sie nicht so alt war. Weil da haben wir ihn ja schon mal aufgesucht, deswegen, für unsere Schwester zu finden. Ja, bin mal gespannt. Ich hoffe, ihr seid's auch. So, erstmal geht's weiter hier. Kleine Insel. Ah, jetzt, ja. So, einmal hier durch. Hoffe, dass er nicht irgendwo gegen stößt. Sehr gut, schön umrandet. Umschifft quasi. La 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 la. Ach, was soll's, komm. Los, los, drauf, ja. Gut. Wir greifen trotzdem an, weil wir es ja können. Mit unserem Kriegskanu sind wir relativ schnell. So, das war einfach. Ich hoffe, jetzt wird es auch einfach werden. So, Angriff. Ist doch die beste Verteidigung, das weißt du doch. Los, drauf. Nochmal. Und nochmal. Ja! Und da springt er ins Wasser und wir in die Luft. Vor Freude. Jawohl. Das hat doch wieder funktioniert. Das funktioniert doch immer. Hör mal. Und? 22 Matrosen. Ja gut, willkommen an Bord, Jungs. Oh, ja. Das hat sich schon mal ein bisschen gelohnt. Schaluppe. Wir nehmen erstmal alles und versenken den Rest. Also, Schiff brauchen wir nicht. Ah, dunkle Wolken. So, hoffentlich sind wir noch auf dem richtigen Weg. Ich habe jetzt nicht mehr genau alles am Trichter. Wir sind hier. Margarita, jawohl. Hör mal, wir sind doch super unterwegs. Oh, unser Schiff. Pass auf, wir gehen mal kurz in den Hafen, lassen das mal kurz reparieren. Das ist ja unser Ladeschiff, die Fregatte. Damit wir dann viel Futter bei uns haben. Aber so, ich weiß nicht. Schiffsbauer aufsuchen. Wie viel Schaden hat es gemacht? 66. Oi, 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 oi. Und wir haben 11. Oh.
Können uns auch mit Hagelschossen ausrüsten. Das hat das Ding schon. Somit sind wir wieder schön dabei. Und den Händler Handel treiben, genau. 6 Goldstücke. Kaufen, 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 kaufen. So viel wie geht. Weil je länger wir unterwegs sind, Gewürze können wir verkaufen, brauchen wir nicht. Je länger wir hier unterwegs sind, desto mehr Gegner können wir aufsuchen. Ist ja logisch, ne? So, wir gucken nochmal, was hier ein geheimnisvoller Freund bietet euch Einbruchswerkzeug an. Dies wird euch helfen, aus der Gefangenschaft zu entfliehen. Oh, so viel Gold haben wir gar nicht mehr. Schade, aber wir wissen... Ey, schon wieder einer. Was ist denn hier los mittlerweile? Das war am Anfang gar nicht so. Ich werde euch Manieren beibringen, auf jeden Fall. Wir sind rechtschaffend. Und deswegen müssen wir leider auch hier in der Taverne mal kämpfen. Dritte Mal hintereinander. Bam! Sidekick. Wow. Katsching. Los, auf mit dir, du Schiff. Ich mach dich fertig. Und das ist Hauptmann der Wache, weißt du? So ein Schluffi hier. So. Haben wir sie auch wieder gerettet. Und somit. Ah, das Letzte, was ich von ihm gehört habe, dass er in Rio de la Jaja im Loch sitzt. Er sitzt im Loch. Hier. Das ist ja scheiße. Wir wollten ihn ja eigentlich aufsuchen. Tja, das heißt für uns, kleine Planänderung, wir müssen auf jeden Fall nach Rio de la Jaja, oder Acha, ich weiß nicht, wie man es ausspricht, Jaja, ja, mal gucken, ob er noch da ist. Oder ob er ausgebrochen ist, das wissen wir alles nicht. Tja, deswegen kurz abspeichern. Und ihr wisst, was das bedeutet. Ein kleines Päuschen machen wir. Aber nichtsdestotrotz, ihr habt ja auch den Endskillen. Viel Spaß dabei. Tschö. Oho, eine kleine Planänderung. Eigentlich wollten wir ja nach Santa Margherita, um den Baron Raimondo zu killen. Beziehungsweise ein bisschen zu befragen. Wir sagen es immer zu bösartig. Killen ist bösartig. Nee, zu befragen. Aber der sitzt scheinbar in einem Loch, im Gefängnis. Na, wer hätte das denn gedacht? Also machen wir kehrt um. Wir gucken, dass wir in die andere Stadt weiterkommen. Ja, und ihn da finden. Weil wir müssen wissen, wer unsere Tochter ist. Unsere Schwester ist. Ist ja klar. Seid also beim nächsten Mal wieder mit dabei. Wenn ihr nichts verpassen wollt, hier unten auf Abonnieren klicken. Also, in diesem Sinne, bis dahin. Tschüss!